Schnell gestrickt sind diese dicken Armreifen ein tolles Geschenk und Accessoire. Ich zeige dir mal eben den Trick, wie man mit 4 Maschen und 2 Nadeln einen runden Schlauch stricken kann. Ich zeige euch, wie ihr diese schönen Armreifen strickt. Der Trick dabei ist, man hat nur 4 Maschen, die in einer besonderen Weise gestrickt werden, sodass daraus ein Schlauch entsteht. Wir brauchen also eigentlich nur 2 kurze Nadeln. Man kann auch Nadeln von einem Nadelspiel verwenden, in einer dicken Stärke und passendes Jersey-Garn, das heißt recyceltes T-Shirt-Garn. Ich muss 4 Maschen anschlagen. Hier kommt unsere Technik. Die erste Masche wird hinten durch, also rechts verschränkt gestrickt. Die zweite Masche, hier wird der Faden vor die Nadel gelegt. Die Masche wird abgehoben. Der Faden wird vor der Masche weggegeben, wieder nach hinten. Und die nächste Masche wird einfach nur rechts gestrickt. Und jetzt kommt der Faden wieder vor die Nadel und wird mit der Masche abgehoben. Das wiederholen wir auf der nächsten Reihe genauso. Die erste Masche rechts verschränkt. Die zweite Masche, Faden vor, Masche abheben, Faden vorne wegführen und wieder hinter die Nadel. Die nächste Masche rechts stricken. Die letzte Masche abheben mit dem Faden vor der Nadel. Dieser Ablauf wird nun immer wieder wiederholt und so entsteht der Schlauch. Ich zeige dir jetzt einmal, wie man diese Armreifen am Schluss zusammennähen kann auf eine besonders schöne Weise. Du kannst sie natürlich auch einfach abketten und dann die beiden Enden miteinander zusammennähen. Aber man kann sie auch in dem sogenannten Maschenstich schließen, indem man die Maschen offen noch lässt und dann mit dem Gegenstück verbindet. Ich nehme dafür jetzt mal einen Kontrastfaden dazu, den ich auch auf eine dicke Nadel gefädelt habe, damit man das ein bisschen besser erkennt. Was ich mache, ist, ich nehme mir das Ende oder den Anfang des Armreifens gegenüber zu den Maschen, die ich noch auf der Nadel habe. Und jetzt male ich im Grunde die Maschen nach mit meinem Nähfaden. Das heißt, wenn man sich diese Masche hier nimmt, die noch auf der Nadel ist und die drunter liegende anguckt, dann sieht man, dass das hier rauskommt, quer durch die nächste Masche durchgeht und wieder in die untere Masche reingeht. Das zeichne ich nach. Ich komme also aus dieser Masche von innen heraus und jetzt gehe ich über die Lücke hinweg nach gegenüber, gehe hier quer durch diese gegenüberliegende Masche durch und in diese unterliegende Masche wieder von innen nach außen hinein. Jetzt kann ich die Nadel hier schon herausziehen und sehe, dass ich diese Masche nachgemalt habe mit meinem Nähfaden. Und wenn das jetzt nun nicht ein Wollfaden ist, der etwas dünner ist, sondern das gleiche Garn dafür verwendet wird, dann verschwindet diese Naht gänzlich. Ich mache mal weiter. Die nächste Masche ist die, die wir nur in jeder zweiten Reihe gestrickt haben, die immer nur abgehoben wurde. Deswegen nehme ich mir die andere Nadel zur Hilfe und hebe diese Masche ab und lege sie erstmal hinter mein Strickstück. Ich komme zu der nächsten Masche hier drüben. Gehe wieder von innen nach außen, nach gegenüber, das war die erste Masche, hier ist die nächste Masche, quer durch und wieder durch die untere Masche von innen nach außen hinein. Ziehe das fest und sehe wieder, ich male die Masche nach und verbinde die beiden gegenüberliegenden Teile. Ich gehe wieder eine Masche weiter, komme aus der Masche heraus, gehe gegenüber in die nächste, das ist diese hier, quer durch. Nun kann ich die Nadel schon herausnehmen. Ich sehe hier sehr gut meine Masche und gehe wieder in die Masche hinein und habe wieder dieses V nachgezeichnet. Und jetzt drehe ich mir das auf die andere Seite. Dann ist die Nadel herausgefallen, ist aber auch nicht schlimm. Bei dieser dicken Wolle sieht man das sehr gut. Man kann die auch einfach nur so offen liegen lassen. Und ich nehme meine Nadel, komme aus der Masche heraus,
gehe gegenüber, quer durch und wieder in meine Masche hinein. Und wieder sehr schön zu sehen, das V, was die beiden gegenüberliegenden verbindet. Wenn man das jetzt noch festzieht und eben wie gesagt die gleichfarbige Wolle dafür verwendet, dann ist diese Naht am Schluss gar nicht mehr zu sehen. Hier ist das jetzt, die Maschen sind noch etwas zu groß und natürlich die Wolle ist auch etwas anders, dadurch sieht man das. Aber wenn das das gleiche Garn ist und man zieht es jetzt am Schluss einmal richtig fest, dann ist diese Art der Naht kaum zu sehen. Das ist die schönste Art, wie man diese Reifen zusammennähen kann. Die Endfäden werden dann am Schluss nur noch mal festgezogen und in den Reifen hineingezogen mit einer dicken Nadel und sind somit vernäht.